Hallo, mein Name ist Chris Ermke und wir testen heute den Profoto A1. Im ersten Step sind wir hingegangen und haben die Fotos mit offener Blende gemacht. Wir hatten eine Blende von 2,0 mit einem 135er Objektiv. Da uns der Hintergrund nicht ganz so gefallen hat, weil er sehr hell war, sind wir noch zusätzlich hingegangen und haben auf das Objektiv einen Graufilter gemacht, der das Ganze um drei Blenden verringert. Also dadurch habt ihr einen etwas dunkleren Himmel. Wir stellen euch mal so ein Foto eben ein, wie das ohne Beleuchtung aussah. Danach sind wir dann hingegangen und haben mit dem Profoto A1 das Ganze ausgeleuchtet, also je nach Bedarf. Wie ihr auf den Bildern oder auf den Videos sehen könnt, hat meine Kollegin den Profoto immer so ein bisschen von schräg oben gehalten, das hat so ein bisschen Schatten wirft. Fand ich jetzt viel schöner als so platt ausgeleuchtet. Ihr müsst aber keine Assistentin mit dabei haben, ihr könnt jetzt genauso gut das Ganze auf ein Stativ stellen oder ähnliches. Nur in dem Fall war es natürlich schöner und für uns auch praktisch. Im zweiten Step sind wir hingegangen und haben den Profoto mal auf Herz und Nieren getestet, haben die Leistungen hochgestellt, soweit wie es geht, sind auch relativ nah dran und ja, ein bisschen mit Licht und Schatten gespielt, einfach mal um zu gucken, wie der sich so verhält. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat wirklich eine tolle Lichtcharakteristik, weil er im Prinzip die Softbox da drauf hat und wir haben keinen Aufsatz nehmen müssen, nur um, ich sag mal, bestimmte Lichtverhältnisse zu schaffen. Also wir konnten da wirklich ein bisschen spielen und die Bilder zeige ich euch jetzt. Mein Fazit zu diesem Teil. Also ich bin da total begeistert von. Es ist irgendwie eine Mischung aus einem Studioblitz und einem Aufsteckblitz. Und man ist total flexibel, weil es einfach von der Größe, Bauform total praktisch ist. Der hat hier statt Batterien, hat er hier einen Hochleistungsakku. Der hat schnelle Blitzfolgen. Die Leistung ist sehr hoch. Aber was ich am schönsten finde, ist, dass der hier so eine Glocke drauf hat, sage ich mal, die im Prinzip wie eine Softbox wirkt, sage ich mal. Je nachdem, wie weit die weg ist, sehr schön. Ihr kriegt verschiedene Aufsätze dafür. Ihr könnt da Waben reinpacken. Es gibt so Gel-Kits, wo ihr, mit Farben spielen könnt. Also wäre jetzt nicht mein Studio-Hauptlicht, aber man kann natürlich echt schöne Sachen machen und mit dem mitgelieferten Fuß hier kann ich den einfach auf dem Stativ machen oder ich habe hier jetzt einfach
von meinem Standardstativ so ein Ding drunter irgendwo festmachen und da könnt ihr echt alleine Fotos machen, die wirklich einen ganz besonderen Look haben. Deswegen bin ich total begeistert und ja, ich bin nicht auf die Technik eingegangen, bewusst nicht, da könnt ihr selber nachlesen. Also mir ging es hier nur um den Test, wie ich das finde, vom Licht. Alles andere könnt ihr bestimmt nachschauen.